Seid gegrüßt, meine Davi-Brüder, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Ich würde sagen, genehmigt euch mal ein kleines Bugmann und macht euch gemütlich, während wir hier ein paar Echsenmenschen platt machen wollen. Den müssen wir ja so ein bisschen die Sehnen durchschneiden. Wahrscheinlich werden die sonst ein bisschen hoch sein für unsere Äxte, aber mal gucken, wir haben zwei Ranger dabei. Und wir haben drei Eisenbrecher dabei in der Frontlinie. Mit ihrer 125 Rüstung hoffe ich mal, dass die gegen Sauruskrieger ganz gut sein werden. Mal sehen, wir haben die Ranger und noch zwei Slayer und wir haben vier Gyrokopter dabei, alle mit Schwefelkanonen. Mal gucken, ob sich die rentieren werden. Also die Eisenbrecher dürften ja eigentlich eine relativ gute Wahl, also einen guten Amboss bilden. Wo wir die Bomben reinwerfen können. Mal schauen. Und die Gyrokopter haben alle die Schwefelkanonen, weil ich die Monster von den Echsenmenschen platt machen will. Und dann gucken wir mal. Weil der wird definitiv Monster haben. Okay, das hier sind Hornnacken und Kampfechsenreiter, okay. Und hier hinten haben wir Sauruskrieger mit Schilden, Pastilladons, Skinkpriester mit Himmel und ein Wiederbelebungskristall. Wir gehen mal hier mit rüber. Die können wir immer noch angreifen. Wo kommt denn jetzt rum? Mal gucken, ob er jetzt links rum oder rechts rum kommt. Wir können auf jeden Fall hier schon mal unsere Formation so ein bisschen ausrichten. So, wir greifen einfach mal hier. Ach, das ist sogar sein General. Okay, wir greifen einfach mal seinen General an. Oh, und guck mal, das macht schon üblen Schaden hier an dem General. Können eigentlich die mittlerweile, während sie fliegen, auch schießen? Nee, ich glaube nicht, ne? Bisschen ärgerlich. So, los geht's. Feuer frei. Oh, da sind jetzt ein paar daneben gegangen. Aber das macht schon ganz guten Schaden. Blöd ist nur, dass wir zu wenig... wisst ihr, was wir jetzt machen? Ganz anderer Plan. Wir lassen mal seinen General noch in Ruhe. Und vernichten lieber mal das Bastilladon hier. Weil auf das Bastilladon habe ich eigentlich am wenigsten Lust. So, wir gehen jetzt mal so hier hin. Kann er uns schon nicht mehr richtig... in die Flanke fallen, das ist schon mal das Wichtigste. Und weil, ich kann jetzt natürlich jede Menge Schaden machen, aber das bringt mir alles nichts, wenn er das alles wieder hochheilt. Deswegen will ich als erstes mal das Bastilladon hier vernichten. Das ist jetzt, glaube ich, gerade Nummer 1. Ja, mal gucken, ob wir mit zwei Slayern gegen diese Truppe hier ankommen können. Könnte vielleicht eventuell schwierig werden, aber mal sehen. Los, holt euch dieses verdammte Bastilladon. Weil auf das Viech habe ich echt keine Lust. Okay. Hier die Slayer, die können wir schon mal nach da ausrichten so ein bisschen. Die Slayer hier drüben, die kommen mal so in die Mitte. Während unsere Ranger das Feuer öffnen auf die... Nee, das ging's nicht, sondern auf das... das ist alles nicht so toll. Ja, dann halt doch auf die Bastilladons, das ist ja jetzt egal. So. Unser Tiny kommt hier mit rüber zu den Slayern. Die sind eigentlich immer ein ganz gutes Team. Okay. Wir haben ja Ansturmabwehren gegen alle. Das ist ziemlich cool. Ja, und mit denen gehen wir einfach mal auf die Jungs hier drüben. Der Tiny kann sie jetzt hier drüben aufhalten mit seinem Schwert. Schnappt euch die, los. Unser General sowie der Runenschmied gehen auf den Jungen hier drüben. Wir brauchen das Schwert, glaube ich, gerade gar nicht. Das ist ganz gut. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt langsam mal dieses Bastilladon hier niederringen können. Das wäre eigentlich mal ganz nett. Oh, da hat er wegen seinen Zauber daneben geballert. Ja, okay. Hier ist jetzt durchgebrochen. Dann können wir mit dem Tiny kurz das Schwert der Pein machen und seine Truppen damit festhalten. Hier kommen wir mal noch mit zwei Gyrokoptern hinter. Wir können einfach mal einen kurzen
Schadenszauber auf die Tempelwächter hier machen. Die Slayer hier machen natürlich alles platt. Da können wir schon mal einen wegziehen. Wie auch den Tein, den brauchen wir hier eigentlich gar nicht mehr unbedingt. Unser Runenschmied. Oh! Wie hat er denn jetzt den Schaden auf die Gyrokopter gekriegt? Verstehe ich gerade gar nicht. Okay, nee. Ganz kurz. Einmal bitte hier bomben. Das wäre jetzt, glaube ich, eher wichtig. Wenn wir hier drüber fliegen. Holt euch dieses Bastilladon. Das wäre echt wichtig. Die Slayer hier, die machen gute Arbeit. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier können wir jetzt die Bomben abwerfen. Und mit denen ebenso. Sehr schön. Und dann weiter auf das Heilbastilladon feuern. Weil sonst können diese gottverdammten Echsenmenschen euch so niedergrinden. Das ist wirklich nicht mehr schön. Hier können wir reinwerfen mit unseren Blasting Charges. Hier will ich eigentlich meine Bogenschützen nicht mehr drin sehen. Aber die Slayer, die. Ich kann da ruhig mal beide Slayer hinschicken, ist okay. Hier können wir auch auf das Heilbastilladon schießen, damit ich jetzt hier mal langsam zu Potte komme. Und schaut euch mal an, wie diese Eisenbrecher hier halten. Das ist wirklich krank. Das ist absolut krank. Ja, und im Grunde genommen können wir mit denen eigentlich mal uns hier so aufstellen. Machen diese Attacken von dem Bastilladon oder von diesen Skinks hier mit ihren Giftpfeilen echt so viel Schaden? Los, weg, raus da, raus da, raus da. Da kommt nämlich gleich ein Zauber rein. Oh, der hat wehgetan. Der hat richtig wehgetan. Verdammt. Okay, Tyne, du musst hier vor. Eisenbrecher. Bitte weiter Granaten werfen. Und jetzt geht uns allerdings langsam die Munition aus mit unseren Gyrokoptern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss sagen, wir fokussieren mal unsere Kapazitäten hier drüben auf den Jungen. Hier mal bitte nochmal ein bisschen aufteilen. Der Tyne kommt mit im Nahkampf hier rüber. Und das Schöne ist, dass wir hier mit denen noch relativ viel Muni haben. Mit dem können wir jetzt auch mal seinen Helden ausschalten. Unser Runenschmied, der kann nochmal einen Schadenszauber auf die Tempelwache machen. Eigentlich könnten wir auch auf die Tempelwache schießen, aber ist okay jetzt. Das passt schon. Wir haben auch noch Bomben, aber ich will sie mir eigentlich lieber aufheben noch. Hier bricht er jetzt durch mit seinem Bastilladon. Lustigerweise. Nicht Bastilladon, sondern mit seinem Skinkpriester hier. Oh mein Gott, ich habe diesen Plänkler-Modus noch an. Den sollte man wirklich immer ausschalten, das ist so ätzend. Tyne, ich will dich hier hinten sehen. Oh yeah, die Eisenbrecher schlagen sich ziemlich gut gegen die Echsenmenschen. Das gefällt mir. Okay, ihr müsst jetzt mal eure Bomben zum Einsatz bringen. Wobei es jetzt eigentlich schon gar nicht mehr wirklich notwendig ist. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wo ich die Bomben noch einsetzen soll. Weil eigentlich war es schon für meinen Gegner jetzt. Das war heftig. Das war ziemlich heftig. Ja, wie gesagt, der Echsenmenschen-Infanterie, der fehlt so ein bisschen die Rüstungsdurchdringung. Und schaut mal her, wie wenig Kills diese Saubusse hier gegen die Eisenbrecher gemacht haben. Neues Meta, liebe Leute. Und, ansonsten hat er halt so ein bisschen seine Kavallerie geopfert. Das war so ein Problem. Da ist halt genau in die Slayer reingelatscht. Aber vielen Dank trotzdem an meinen Gegner, Raul Moronev, oder wie man ihn ausspricht. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Haut rein und ciao.